Diese Hammerhalter für die French-Gliedwaden sehen zwar einfach aus, es gibt aber dennoch einen Trick zu beachten. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Bleibt dran und schaut euch das Video an. So geht's. Hi zusammen, ihr wisst ja, ich liebe meine neue French-Gliedwand. Wie ich die gemacht habe, seht ihr rechts oben im Eck. Aber es fehlen einfach noch einige Halterungen. Diese Halterung für die Zangen habe ich schon gemacht. Auch die findet ihr schon in meiner Playlist. Für die Schraubenzieher auch ganz einfach. Und jetzt brauche ich aber etwas für die Hammer da oben. Das passt so nicht, das gehört ordentlich gemacht. Es ist wirklich eine einfache, aber wie ich finde, ich habe mich informiert bei YouTube, ich finde die beste Hammerhalterung, die es gibt. Dazu muss ich zuerst einmal schauen, wie viele Hammer ich habe. Es sind doch einige und was ich mir denke ist, boah, also der ist schon ziemlich heftig. Ob das die Wand aushält, aber ich probiere es einfach einmal. Einmal auflegen die Hammer. Und dann brauche ich ein Brett. Ihr wisst, bei mir ist Recycling ganz hoch im Kurs. Das heißt, ich kaufe mir sehr, sehr wenig Holz. Schau einfach rund ums Haus, was da noch über ist. Ihr seht hier eine dreischicht verleimte Platte. Die Oberfläche ist eher schon in Mitleidenschaft gezogen. Aber der Kern ist noch wunderbar. Der ist noch in Ordnung. Darum werde ich mir die jetzt mit dem Handhobel abhobeln. Und dann werde ich sagen, passt das wunderbar, wunderbar von der Breite her. Ich mache mir eine Hammerhalterung, bei der man die Hammer so reinhängen kann. Ich habe jetzt schon mehrere gesehen, weil ich mich wirklich informiert habe, wo es einfach mit Holzdübel so befestigt wird, aber da braucht es einfach weit mehr Platz, finde ich. Wenn du den so reinhängst, dann brauchst du am wenigsten Platz und ich habe ein paar Hammer und er ist trotzdem schön zum Rausnehmen. Es gibt ja auch die Methode mit dem Loch oben, aber auch da musst du wieder reinfädeln und so hängst du ihn hin und er hält. Also diese Variante. Aber zuerst geht's einmal ans Hobeln. Als nächstes, ich hätte mir gedacht, dass ich das alles schön regelmäßig aufteile, aber dadurch, dass diese Hammer auch unterschiedlich sind, werde ich mir da jetzt lieber Naturmaß nehmen und dann die dementsprechenden Bohrungen vornehmen. Überall die Mitte anzeichnen. Übrigens, meine gesamten Werkzeuge, die ich verwende, es sind nicht viel, aber es sind einige günstige und einige, die ich mir gut geleistet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Denn auch ich darf jetzt Amazon Affiliate Links ausprobieren. Das heißt, wenn ihr draufklickt und etwas darüber bestellt, kostet es euch nicht viel mehr, aber mir schon irrsinnig geholfen. So, dann werde ich mir ungefähr noch die Tiefe anzeichnen. Mit der Hammer, ihr seht es hier. Wenn da der Hammer ist, dann muss der natürlich auch dementsprechend rein und sollte hinten nicht anstehen. Das heißt bis hier ungefähr. Das heißt, ich werde mir jetzt da ein Loch bohren und dann mit der Stichsäge ausschneiden. Oder mit der Tischkreissäge, das weiß ich noch nicht. Muss man nur noch überlegen. Für die kleineren Löcher werde ich mir von Wolfkraft diesen Aufsatz da nehmen und den versuchen, weil ich irgendwie die Gefahr befürchte, dass die rausfallen, die Hammer.
aber versuchen. Das müsste gehen, oder? Probieren wir es einmal. Übrigens, über ein Abo würde ich mich richtig freuen. Für alle, die noch nicht dabei sind, es ist ja Wahnsinn, welche Unterstützung da gerade in den letzten Wochen reingekommen ist. Die Abozahlen, die explodieren, da freue ich mich riesig. Danke recht herzlich für alle Abonnenten. Ich weiß es echt zu schätzen. Und für alle neuen Abonnenten, bitte sehr, würde mich echt freuen. Aktiviert auch die Glocke, dann versäumt sie nichts. Das ist echt cool. Es macht Spaß. Jetzt werde ich aber mal zur Probe die zwei ausschneiden. Das überhaupt pfeift. Oder ob das der größte Murks ist, den ich je gemacht habe. Das zeichnen wir uns aber zuerst an. Sonst bekomme ich wieder Kritik, dass ich zu ungenau arbeite. Und ich nehme echt Kritik zu Herzen. Also wenn ihr irgendwas habt, was euch auffällt, bitte gern. Und das ist der Murks, den ich befürchtet habe. Wenn das dann so hängt, fällt er raus. Da hält er. Fuck! Was labert ihr mit dem Lächter? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt, habe ich immer zu dem gesagt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Scheiß! Ich muss das schmäler machen. Ja. That's the fault. Ich muss das unbedingt, einige werden jetzt lachen, ja. Ich komme selber drauf. Dieses Loch muss ungefähr so stark sein wie der Stiel. Und nicht so stark sein wie der Hammer vorne selbst. Das haben sich viele wahrscheinlich vorher schon gedacht und lachen jetzt. Naja. Für den ist es ideal und das können wir für den nehmen. Das passt. Dann nehmen wir das für den und die anderen, die mache ich einfach dann kleiner. Noch eines kleiner. Ich habe mich jetzt für die Oberfräse entschieden. Obwohl, dafür schaue ich aus wie Sau, weil die Absauganlage nicht funktioniert. Aber das passt jetzt wunderbar. Seht ihr, es gibt hier etwas kleinere. Etwas größere und da passen dann auch die super rein. Und jetzt einfach noch ein bisschen abrunden, schöner machen und passt schon.
und fertig haben wir's. Das Zusammenschrauben habe ich euch jetzt nicht mehr irgendwie aufgezeichnet. Das ist eh klar, hinten die French-Glied-Leiste vorne einfach dran gemacht und es hält wunderbar. Nicht unbedingt regelmäßig, aber das wollt ihr auch nicht. Ich wollte es den gegebenen Anmaßen entsprechend hier der große Gummihammer und dann die kleinen Hammern. Und es funktioniert. Hängen wir es auf. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn du das Teil dann zum ersten Mal an die French-Gliedwand hängst, dann geht dir das Herz auf. Das ist richtig cool. Ich würde sagen, das passt super. wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich, bitte schreibt es rein unten in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bitte gerne entweder über die Amazon Affiliate Links unten in der Beschreibung oder auch einfach über eine kleine